So, hallo und herzlich willkommen auf der grünen Wiese. Ich wollte ein kleines bisschen über Staffel 2 von Seven vs. Wild reden. Das steht ja auch schon im Titel. Wird also jetzt niemanden groß überraschen. Ich habe diesmal nicht ganz so viel beizutragen, werde auch wahrscheinlich ein bisschen weniger Details kommentieren können, wie ich das beim letzten Mal getan habe. Bin am Überlegen, wie ich das am dümmsten mache. Mache ich klassisch auf jede Folge eine Reaction. Also dann ohne Bildmaterial, wenn dann zu jeder Folge einfach irgendeinen kleinen Kommentar. Ne? Also das mit Bildmaterial nochmal angucken. Jeder hat die Folge dann ja gesehen. Das muss meiner Meinung nach nicht sein. Also das werde ich nicht tun. Aber ist die Frage, ob ich dazu nennenswert was zu sagen habe, weil was diesmal eben anders ist, was für mich tatsächlich eben nicht unbedingt besser ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht nachvollziehen könnte, dass es in die Tropen geht. Aber da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Da kann man sich auch fast nicht ganz so gut auskennen. Die Tropen sind außerordentlich vielseitig, extrem biodivers. Heißt, jede Insel, und um eine Insel soll es ja gehen, hat eine durchaus ziemlich abgewandelte Flora und dann auch noch eine enorm vielfältige Flora. Das heißt, du kannst auf so einer Insel wirklich tausende von verschiedenen Pflanzentypen haben. Die alle zu kennen, das ist fast unmöglich. Da muss man dann schon wirklich ein Spezialist für eine bestimmte Insel oder Inselgruppe sein, dass man da sämtliche Pflänzchen kennt, und dann kennt man ansonsten aber auch nicht mehr viele weitere. Weil irgendwo ist dann wirklich die Grenze erreicht, wo man das noch hinbekommt, und das ist dann ein Vollblutbotaniker, der bin ich ja nicht. Ich bin ja ein allgemeiner Feld-, Wald- und Wiesen-, überwiegend Wald-Ökologe. Und daher, da hört es dann relativ schnell auf. Also man wird kaum einen Mitteleuropäer, wenn es nicht irgendein Professor eben für Tropenbotanik ist, finden, der da wirklich viel zu Vegetation sagen kann. So ein paar allgemeine Dinge, ja. Klar, keine Frage, auch so ein paar generelle allgemeine Dinge zum Ökosystem an sich, ja, zu ein paar Gefahren, die es da gibt, sicher. Aber ich muss mir auch vieles tatsächlich zusammensuchen, vieles auch nochmal nachlesen, das mache ich gern. Das ist auch für mich persönlich einfach als Weiterbildungsmaßnahme ganz spannend, und da habe ich mal einen Grund, mich entsprechend da weiterzubilden. Aber meine persönliche Erfahrung in den Tropen beläuft sich auf null, ne? Praktische Erfahrung. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht trotzdem ein bisschen was dazu zu sagen hätte. Das geht ja sicherlich den meisten von uns so, dass wir keine große praktische Erfahrung haben mit dem Überleben auf tropischen Inseln, wenn man uns da alleine lässt und nur 7 Gegenstände mitgibt. Das dürfte ein weit verbreitetes Phänomen sein. Dementsprechend sind wir da ja sicherlich alle in guter Gesellschaft, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich da noch so ein paar Kleinigkeiten zu beitragen kann. Ja, weniger als letztes Mal. Meine Expertise ist weniger als letztes Mal auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz versuchen kann ich es ja mal. So, jetzt haben wir ein paar Eckpunkte notiert, über die ich sprechen wollte, und zwar, worum geht's, ne? Also das muss ich, glaube ich, niemandem wirklich sagen. Seven vs. Wild haben wir mitbekommen, das sind 7 Nasen mit 7 Gegenständen, die 7 Tage dann irgendwo draußen klarkommen müssen. Das kann man so machen, wie gesehen letztes Mal beim Chris, indem man sich hinhockt und nicht viel tut und wartet, bis die 7 Tage rum sind, und dann hat man sie überstanden, hat ein bisschen abgenommen und hätte gerne, ich glaube, was wollte er? Burger mit Pommes, war es das? Ne, er wollte einen Döner, denn das war der Fritz. Ach, was weiß ich. Ne, Fritz wollte Falafel. Keine Ahnung. Jedenfalls, irgendwie hatten sie alle Hunger. Nachvollziehbar, das geht mir auch so, wenn ich auf Tour bin. Ja, also das ist die eine Variante. Oder man macht halt eben den Fritz und macht sich relativ viele Projektchen und beschäftigt sich irgendwie und schnitzt Schachfiguren und sucht verschiedene Beeren und macht da noch einen Smoothie draus, damit es mal anders schmeckt und so weiter und so weiter. Oder man macht den Survival-Martin und dreht gegen Ende etwas durch und malt sich Netflix auf den Stein und den Rest halte ich nicht für erwähnenswert. Ja, also das kann man sich jetzt so wirklich so ein kleines bisschen drüber streiten, wie man das am besten durchhält. In Schweden habe ich gesagt vorher, wie überlebt man 7 Tage in Schweden? Naja, du hockst dich an den See, wo du was zu trinken hast,
und dann wartest du 7 Tage. Vorausgesetzt, du hast noch ein Dach über dem Kopf, sprich ein Tarp. Und wenn du dann noch einen Schlafsack hast, dann ist die auch nicht kalt, dann kannst du nachts auch gut schlafen. Und dann musst du im Prinzip nur 7 Tage genug Wasser trinken und hast halt nichts zu fressen. Und das ist möglicherweise nervig. Aber viel mehr ist nicht zwingend erforderlich und auch nicht viel mehr Wissen ist zwingend erforderlich, um das dann eben entsprechend so durchzuhalten. Ja? Da kann man mir jetzt unterstellen, dass ich mich da total geirrt habe und dass das alles total hart war. Aber Beispiel Chris zeigt ja schon meiner Meinung nach, nicht, dass das nicht schlau gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht, zeigt meiner Meinung nach ja schon ganz gut, dass das schon möglich gewesen ist, ohne allzu großen Aufwand, wirklich einfach mit Abwarten da klarzukommen. So. Knackpunkt, ist das auf einer tropischen Insel anders? Jein. Ich habe jetzt schon ein paar Reaktionen von manchen anderen Leuten auf YouTube diesbezüglich gesehen und die sind dann teilweise der Meinung, das ist ultra hart und die haben da auch keine Ahnung von, aber sie gehen trotzdem davon aus, dass das ultra hart ist und was ganz anderes als Schweden. Da gibt es giftige, was auch immer und so weiter und so weiter. Und damit haben sie grundsätzlich jetzt auch erstmal recht. Jetzt ist allerdings auch da wieder die Frage, wie überlebt man, wenn man nur 7 Tage überleben muss auf einer tropischen Insel, die voraussichtlich einen Strand hat und dahinter vermutlich irgend sowas wie ein Dschungel. Das setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass das beides vermutlich gegeben sein wird. Naja, du hockst dich an den besagten Strand, ja, baust dir möglicherweise ein Dächlein zwischen zwei, ich sage jetzt nicht Bäume, weil wenn es Palmen sind, sind es keine Bäume botanisch. Hängst dir eine Hängematte drunter, die hoffentlich ein Mückennetz hat. So, und dann legst du dich da rein und dann musst du noch irgendeine Möglichkeit zur Trinkwassergewinnung, dazu kommen wir noch, das könnte ein bisschen problematisch werden, haben. Und ansonsten gilt da dasselbe. Dann wartest du halt 7 Tage. Und dann sind die um und dann bist du fertig und dann hast du durchgehalten. Ja, also das ist so gesehen, wenn du in diesen besagten gefährlichen Dschungel, der ist schon gefährlich, ja, das könnte schon schief gehen, nicht reingehst. So, wenn du nicht ins Wasser reingehst, ich habe keine Ahnung, was für Gefahren da so im Wasser sind. Ich habe von Wasser nun wirklich, in der Gewässerökologie bin ich raus, kein Schimmer. Ja, möchte ich überhaupt nichts zu sagen. Ich habe da so ein paar kleine Eckpunkte, die ich mal hier und da gehört habe, aber ich habe da keinerlei Expertise. Ja, und dann gehst du halt in besagtes Wasser gar nicht rein. Und wenn du jetzt dein Trinkwasserproblem nachhaltig lösen kannst, dann gilt letztendlich schon irgendwo so dasselbe wie in Schweden mit dem kleinen Unterschied, dass es relativ angenehme Temperaturen geben dürfte, bei denen man nicht erfrieren kann. Und die sollten allerdings wiederum auch nicht so heiß sein, dass man sich irgendeine aktive Kühlung besorgen muss, weil man sonst gleich stirbt, weil es einfach viel zu heiß ist. Bei großer Bewegung sieht das anders aus, da muss man sich dann möglicherweise was einfallen lassen, genug trinken muss man in jedem Fall und so weiter und so fort. Aber ich würde auch diesmal behaupten, wenn man da mit einer gewissen Vorsicht und Umsicht und Langeweile letztendlich an die Sache rangeht, dann und die Challenges ignoriert, wie wir das ja auch bei vielen Teilnehmern würde ich jetzt nicht behaupten wollen, aber wie das ja durchaus möglich gewesen ist, auch schon bei der ersten Staffel das so zu tun, dann besteht das auch diesmal wahrscheinlich nur in 7 Tage rumsitzen und Zeit abwarten. Ja? So. Aber, ja, das wäre natürlich langweilig und ich hoffe, dass das so wenige wie möglich von den Kandidaten tun. Und auch für ein gemütliches 7 Tage rumhocken und abwarten braucht man ein gewisses Know-how und sollte zumindest mal wissen, wie man eben an sein Wasser kommt und wie man sich ein halbwegs vernünftiges, sicheres Lager errichtet, indem man es aushält und eben keine unnötigen Risiken eingehen und eben nach Möglichkeit, oder wenn es halt notwendig ist, okay, klar, aber sobald du anfängst, im Dschungel rumzuspazieren und mit der Machete auf irgendwelchen Ästen rumzuhauen und irgendwelche Palmwedel, Dächer und sonst was zu bauen und unterm Palmwedel hockt dann die Spinne und solche Späße. Je mehr Aktivitäten man durchführt, desto gefährlicher wird es. Das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und daher würde ich auch diesmal wieder sagen, wäre das was für mich, würde ich das durchhalten? Nö, weil entweder würde ich mich langweilen und mir sagen, was soll der Blödsinn? Oder nachdem ich da außerdem noch Hunger habe, ja, zum Zugucken ist das super. Zum Selbermachen hätte ich wahrscheinlich Motivationsschwierigkeiten, das einfach durchzuziehen, die nötige
Neuerdings muss man ja Mindset dazu sagen, meint der Fabio, das nötige Durchhaltevermögen, um dann so eine Aktion mitzumachen, das würde mir schlicht und ergreifend fehlen. Und auch, wie ich das schon bei Schweden erzählt hatte, nach spätestens 3 Tagen würde ich mich fragen, was soll ich hier jetzt in diesem Fall Kokosnüsse fressen, wenn es doch Pizza gibt und solche Sachen. Und ja, dann würde ich mich gerne abholen lassen und dahin, wo es die Pizza gibt. Ich hoffe, die haben auch in möglicherweise Indonesien auch Pizza. Aber ich denke schon, kriegt man da glaube ich schon, wenn man sich Mühe gibt. Ja. Wenn nicht, bringt man Teig mit. Gut, ja, also, das wolltet ihr wahrscheinlich so nicht hören. Das ist aber tatsächlich, denke ich, eine gar nicht so unrealistische Einschätzung. Es schaut wirklich ganz anders aus, wenn man sich da nicht stationär irgendwo aufhalten kann, wenn man sich durch den Dschungel bewegen muss, wenn man an den ganzen Challenges, was immer die sich da ausgedacht haben, teilnimmt. Ist das alles eine ganz andere Nummer. Und wenn man deutlich weniger 7 Gegenstände dabei haben möchte, dann wird man auch mehr beschäftigt sein. Auf jeden Fall. So, wir wissen, das Ganze findet in der Regenzeit statt. Das bedeutet, wir wissen, es gibt eine Regenzeit. Das bedeutet, wir befinden uns nicht in den sogenannten immergrünen Tropen im Bereich des tropischen Regenwaldes, weil da gibt es keine Regenzeit, da regnet es jeden Tag. 365 Tage im Jahr bei mehr oder weniger gleichbleibender Temperatur. Man spricht da von Tageszeitenklima, das nur dadurch geprägt ist, dass es halt morgens regnet, nachmittags schwül und heiß ist, nachts immer noch schwül und heiß ist und morgens wieder regnet. Aber der große Unterschied zu nachts und zu nachmittags besteht darin, nachts ist dunkel. Und die Temperaturen liegen immer so was um die 20, 25 Grad, bewegen sich so irgendwo in diesem Spektrum. Ja, da werden wir nicht sein, das weiß ich aus 2 Gründen. Es vorausgesetzt, der Fritz hat da nicht ein Fake-Klimadiagramm eingeblendet, denn er hat ein Klimadiagramm eingeblendet. Und das bedeutet, dass wir anhand dieses Klimadiagramms schon so grob einschätzen können, wo auf der Welt wir uns da befinden, wenn wir uns damit sowas auskennen. Ja, das tut mir jetzt leid, dass ich das jetzt rausposaune. Wo exakt die Insel ist, kann ich in keiner Weise jemals irgendwie rausfinden. Und beziehungsweise werde ich auch gar nicht erst versuchen. Aber tatsächlich so die Ecke kann man schon einordnen, eben aufgrund dieses Klimadiagramms, was er da gezeigt hat. Aber dazu kommen wir dann auch gleich noch ein bisschen genauer. So. Das war jetzt so grob, was halte ich davon? Ich möchte noch mal betonen, das wird bestimmt lustig und ich freue mich drauf. Ja? Also so ist das jetzt nicht gemeint gewesen, nur weil ich gesagt habe, man kriegt das auch hin, indem man da 7 Tage rumliegt und nicht viel tut, außer sich um die Wasserversorgung zu sorgen. In diesem Fall, wenn man wirklich nichts tut, ist es wahrscheinlich, wie gesagt, sogar noch ein bisschen einfacher als in Schweden, weil außer sich um die Wasserversorgung zu kümmern, hat man da nichts zu tun. So, und jetzt je nachdem, was für ein Gegenstand, um das gleich mal vorne wegzunehmen, man für die Wasserversorgung mitnehmen darf, ist die Frage, ob man das darf, ist die Wasserversorgung auch super easy peasy, muss man halt genügend Geld ausgeben. Man wird ja mit dieser Aktion auch wiederum Geld einnehmen, mal abgesehen vom Wildcard-Mensch, der ja ein zu kleiner Influencer wahrscheinlich sein wird, um da jetzt wahnsinnig viel Profit rauszuschlagen. Ja, wobei, ja, ein bisschen kommt da sicherlich schon bei rum, ja, keine Frage. Könnte sein, dass sich das sogar dann auch schon amortisiert. Der Mastergegenstand, der das Überleben da total einfach machen würde, wäre die sogenannte Umkehrosmosepumpe. Damit kannst du nämlich aus Salzwasser Süßwasser machen. Ist ein Gegenstand. Wasserfilter war okay, vielleicht ist Umkehrosmosepumpe auch okay, vielleicht sagt man aber auch, Umkehrosmosepumpe darfst du nicht mitnehmen, weil ist ja total easy peasy. Da hast du einfach so ein kleines Pümpchen, das hängst du ins Salzwasser, machst pum 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 pum, dann kommt da tröpfchenweise Süßwasser raus, ist scheiße viel Arbeit für wenig Wasser, reicht aber zur Versorgung einer Person vollkommen aus, hinten und vorne, ist überhaupt kein Problem. So, und in dem Moment ist es da so warm, erfrieren kannst du nicht, Hitzschlag kriegst du nicht, wenn du dir ein bisschen Schatten baust oder ein bisschen Schatten suchst, geh nicht ins Unterholz, ich habe es ja schon gesagt, liegt da 7 Tage rum, easy. Ja, total easy, abgesehen davon, dass nichts zu essen gibt. Ja, das muss man, wie schon beim letzten Mal, den Willen einfach haben, 7 Tage zu fasten oder fast zu fasten, je nachdem. Und das war's. So, drum, ja, wie gesagt, ich habe schon einiges an Videos gesehen von meinen Kollegen, die da alle vor riesigen, furchtbaren Gefahren und so weiter und so fort warnen. Und nochmal, das stimmt dann, wenn man sich diesen Gefahren auch nähert, dann sind die da.
Sonst nicht. So, und dann ist ja noch neu, und das finde ich prima, dass denen diesmal eben wegen den potenziell durchaus gefährlichen Gefahren eben noch so ein Survival-Trainer dahingestellt wird, der wohl jedem, so habe ich das verstanden, nach dem, was der Fritz gesagt hat, einen kleinen Vortrag hält und ein paar Dinge erklärt. Und dann ist der wieder weg und dann ist man wieder auf sich gestellt. So, und wenn dieser Vortrag eben solche allgemeinen Sachen wie zum Beispiel minimalinvasiv durchkommen, musste das und das und das und jenes tun, enthält, wenn das noch den Hinweis enthält, ist hier nichts, was du nicht kennst, du kennst hier gar nichts, also ist hier nichts, abgesehen von Kokosnuss und vielleicht noch auf das eine oder andere besonders relevante für die jeweilige Insel Giftwesen und Giftpflänzlein hinweist, dann sollte es eigentlich möglich sein für jeden Menschen, der einigermaßen über gesunden Menschenverstand verfügt, und ich hoffe, dass das bei allen Kandidaten der Fall ist, dafür kenne ich sie zu wenig, das relativ einfach hinzukriegen. Ne? So, ja, also wie gesagt, aber ich freue mich trotzdem drauf. Den Mix der Kandidaten, den finde ich diesmal relativ interessant, was ein kleines bisschen schade ist, was ich mir anders gewünscht hätte. Andererseits aber auch irgendwo natürlich lustig ist, Aussicht auf Erfolg haben meiner Meinung nach der Fritz, ja, der Robert Mark Lehmann. Ja, und dann weiß ich nicht, wer noch die Wildcard bekommt, aber das war's dann ansonsten. Möglicherweise noch die, wie heißt sie denn? Die Sabrina, die hat zumindest inzwischen ein bisschen Outdoor-Erfahrung. Meines Wissens hat die da so vor einem Jahr, vor zwei, irgendwie sowas um den Dreh mit dem Outdoor-Krempel angefangen. Das ist ganz nett. Das ist auch überhaupt nichts dran auszusetzen, gar nicht. Und die macht bestimmt auch richtig lustige Sachen, keine Frage. Ja, ob das jetzt allzu viel hilft fürs Durchhalten in den Tropen, das weiß ich nicht. Gut, dann ein gewisser Knossi. Das ist, glaube ich, das ist in jedem Fall ein Streamer. Was der sonst so tut, weiß ich nicht. Vielleicht hat der irgendwelche verborgenen Talente, von denen man bei seiner Streaming-Tätigkeit nicht so viel sieht. Kann sein, ja. In dem Fall herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir noch so einen Sascha. Ich glaube, der heißt so. Das ist so ein ziemlicher muskulöser Herr. Das ist in keinster Weise ein Vorteil. Das muss man jetzt also gleich mal vielleicht noch festhalten. Wenn du da als ein Schwarzenegger oder ein halber Schwarzenegger oder meinetwegen ein Dreiviertel Schwarzenegger oder such dir was aus, junger Schwarzenegger jeweils, hingehst, was bringt das? Nur potenziell kannst du schwerere Sachen transportieren. Potenziell kannst du vielleicht, weil mit dem Fitnesstraining, mit dem Aufbau von Muskelbergen noch ein Ausdauertraining einhergegangen ist, auch sehr weit laufen. Hast möglicherweise eine große Gesamtfitness, große komplett sowieso generell Ausdauer. Ja, aber das war's dann auch. Und inwiefern das jetzt bei Überleben unter Nahrungsentzug besonders von Vorteil sein soll, das weiß ich nicht. Möglicherweise kann der Sascha Kokosnüsse von Hand einfach so aufreißen. Busch. Ja, das weiß ich nicht, ob er das kann. Aber wenn er das kann, ist das natürlich praktisch. Alle anderen brauchen halt ein Werkzeug. Ja, oder mindestens mal einen Stein zum Draufhauen. Und der Sascha kann natürlich einen riesen Stein nehmen. Ein kleiner Stein geht wahrscheinlich aber auch. Ja, also da sehe ich jetzt erstmal keinen Vorteil. Ja, erstmal. So, dann haben wir noch wie heißt sie? Die Nova, die, ja, die so ein bisschen so aussieht, zumindest als sei sie die Außenseiterin, die aber wohl viel Erfahrung bei den Pfadfindern hat. Und ja, nach dem, was sie wohl in ihrem Reaktionsstream erzählt hat, den habe ich mir tatsächlich angeguckt, kann sie Feuer machen. Das ist schon mal super. Ja, das ist prima, weil wir haben ja beim Chris gesehen, auf dieser einen Insel in Schweden, da gibt's Holz, das nicht brennt. Entschuldigung, das ist böse, ich weiß. Ne, wer den Schaden hat, muss vor den Spott bekanntermaßen nicht sorgen. Trotzdem hat er ja durchgezogen. Ne? Ist also absolut, habe ich schon einen gewissen Respekt vor. Jo, die Sabrina, habe ich gesagt, dieser Knossi, keine Ahnung, eben Fritz selber, der wird sich auch schon ein bisschen schlau gemacht haben im Vorfeld. Machen mir keine Gedanken eigentlich. Ja, der wird dann auch das ein oder andere sich vielleicht noch anlesen, sich vielleicht noch ausbilden lassen, was auch immer, das ein oder andere ausprobiert haben. Mit Werkzeug kann er umgehen, wie man Tarp aufbaut, weiß er, wie man in der Hängematte pennt, das weiß der alles. Fisch fangen kann er ja scheinbar auch. Taucherfahrung hat er inzwischen ja auch ein bisschen offensichtlich.
und hat ja auch schon mal ein Video gemacht, auf dem er auf einer tropischen Insel unterwegs ist. Chancen gibt es vielleicht möglicherweise, dass die für Seven vs. Wild verwendet wird, ein bisschen ähnlich aussehen wird. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, und was machen wir mit dem Robert Lehmann oder Robert Mark Lehmann? Der ist ja Meeresbiologe, das heißt Kollege in gewisser Weise, ne? Also naturwissenschaftlich ausgebildet offensichtlich. Das bedeutet, alles, was ich mir an Wissen über tropische Lebensräume anlesen kann, in relativ kurzer Zeit, weil ich ein breites biologisches Hintergrundwissen habe und das dann auch recht schnell mir merken kann und recht schnell da das eine oder andere dann drüber lerne und dann vielleicht den einen oder anderen klugen Rat oder auch nicht so klugen, je nachdem, das werden wir sehen, geben kann. Das kann der alles auch von der Ausbildung her. Und dann kommt noch erschwerend dazu, sobald ich einen Zeh ins Wasser hänge, hab ich zwar einen kühlen Zeh und das macht mir wahrscheinlich auch Spaß. Ich schwimme ja auch sehr gerne, keine Frage. Tauche auch potenziell halt nicht sehr tief, aber ja, so ein bisschen, ganz gerne und so weiter. Aber ich habe keinen Plan von marinen Ökosystemen und der schon. Das ist ja genau sein Fachgebiet. Das heißt, sobald er seine Insel verlässt und da mal irgendwie ins Wasser geht, der ist ja auch Taucher, da kennt der sich aus und möglicherweise weiß der dann auch, könnte ich mir vorstellen, bei mir ist es ja auch so, dass ich ausgrund der Forstwissenschaft, also aufgrund des Wissens um Bäume, mir auch viele für Survival-Zwecke nützliche Dinge erschließen kann, die man so im Studium natürlich erstmal nicht lernt, die man dann aber als Transferleistung eben über das erschließen kann, dass man sich mit Pflanzen und Tieren des Waldes bzw. des Meeres, in dem Fall vom Herrn Lehmann da, auskennt. Ja? Das ist sicher ein großer, großer Vorteil. Dann war der schon ein paar Mal im Dschungel, wohl mindestens ein paar Mal. Ob er da jetzt jeweils mit 7 Gegenständen klargekommen ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber da würde ich schon behaupten wollen, dass ich dem sehr, sehr gute, wenn er da überhaupt mitmachen möchte, sehr gute Chancen einräume, dass er das hinbekommt, ne? Zumindest mal da 7 Tage rumzuhängen. Es sei denn natürlich, er hat auch keine Lust, 7 Tage zu hungern. Dann, ja. Oder sonstiges, terminliche Probleme, das ist das nächste. Das kann ja auch sein, dass einfach der Termin nicht passt, weil wenn man viele Projekte hat, hat man ja auch eben nicht unbedingt jetzt relativ kurzfristig Zeit. Zum Beispiel, ich hätte jetzt auch keine Zeit. Wenn man mir jetzt irgendeine Woche im August nennen würde, wäre wahrscheinlich schwierig, müsste ich andere Termine verlegen. Ja, man plant ja dann doch häufig eben auch als Selbstständiger sehr, sehr lange in die Zukunft. Und dann wird es, auch wenn man sein eigener Chef ist, mit dem Termine verlegen, wenn man mit anderen Leuten was zu tun hat bei diesen Terminen, seien es Kunden, seien es Geschäftspartner, sei es was auch immer, dann wird das schwierig. Ja, also das spielt sicherlich auch nochmal eine Rolle. Aber ansonsten würde ich ganz klar sagen, Favorit auf jeden Fall der Robert Mark Lehmann und der Fritz selber. Der Fritz selber ist sicherlich der motivierteste, dass er das Ding nochmal gewinnt. Ja, das wären so mit Abstand meine beiden Favoriten. Der Knossi kann ich schwer einschätzen, kann ich ganz, ganz schwer einschätzen. Mag sein, dass der am ersten Tag dann relativ schnell weg ist. Gleiches gilt möglicherweise für die Nova, so heißt sie ja. Ja, ich würde da gar nicht irgendwie vom Äußeren auf deren innere Werte schließen, in keinster Weise. Das hat ja überhaupt nichts zu bedeuten, wenn sie viel Pfadfindererfahrung hat. Ja, möglicherweise kommt das dann wieder und dann kommt sie da erstaunlich gut zurecht. Weiß ich nicht. Ja. Und was jetzt die Entschuldigung, die Namen. Die Sabrina, ja, die hat sich ja offensichtlich auch durchgebissen und sich soweit unser Outdoor-Hobby, das wir hier alle sicherlich so mehr oder weniger haben, selbst erschlossen und das mit der Kamera begleitet. Inwiefern ist die Kamera als Begleitung dabei zu haben, in irgendeiner Form hilfreich ist, um das schneller oder besser zu lernen, das weiß ich nicht. Aber ein paar Leute haben sie ja auch mal mitgenommen und haben ihr auch das ein oder andere gezeigt. Das ist sicherlich ganz hilfreich. Und ansonsten kann ich die nicht einschätzen, wie sehr die bereit ist, dann halt eben auch möglicherweise ein kleines bisschen zu leiden. Also mindestens mal durch Futtermangel. Ja, schwer zu sagen. So, und dann die Nummer mit der Wildcard. Keine Ahnung, wer das wird. Ein paar Bewerbungen habe ich gesehen. Einige waren wirklich schön, haben Spaß gemacht. Andere fand ich jetzt eher ein bisschen plump.
Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie schnell die halt runtergebrochen sind. Beim einen oder anderen merkt man, dass sie sehr schnell runtergebrochen sind. Das eine oder andere wirkt dann allerdings, ne, nicht, dass ich hochwertig produzieren würde. Ich hocke mich hin und erzähle was. Ja. Aber ja, für so ein 8-Minuten-Bewerbungsvideo ist es sicherlich nicht ganz verkehrt, da auch einen gewissen, ja, das hat der Fritz ja auch haben wollen, ein gewisses Spiel mit der Kamera, eine gewisse cinegrafische Kunst, wenn man das so nennen möchte, einfließen zu lassen. Ne? Ja, also das wird sicherlich eine sehr, 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 sehr spannende Angelegenheit. Auch, ja. Aber kandidatentechnisch, was wollte ich denn jetzt noch, den kleinen Kritikpunkt, den ich äußern wollte? Jein, einerseits sind Anfänger ja lustig, aber wenn alle bis auf einen Robert Lehmann und einen Fritz nach 2 Tagen weg sind, dann wird es halt scheiße langweilig, vorsichtig ausgedrückt. Ja, und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, wenn man da ja zu viele Außenseiter, zu wenig Leute mit Erfahrung. Und was ich auch noch richtig cool gefunden hätte, wäre halt einer der 7, der sich richtig auskennt. Also so einer als Beispiel für, das ist ein Profi, der zeigt uns jetzt, wie es richtig geht. So in etwa. Ja, das hätte ich jetzt persönlich ganz spannend gefunden. Aber vielleicht wäre es auch gar nicht so lustig, weil der Profi sich langweilt und nebenbei noch ein Kanu baut und zur Nachbarinsel aufbricht oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, das sind nur so ein paar Ideen, Gedanken meinerseits. So, jetzt muss ich erstmal den Akku wechseln und dann kommen wir nochmal zu ein bisschen naturkundlichen Hintergründen. Ich möchte mich jetzt mal ein bisschen aufhalten mit dem kleinen Klimadiagramm, was der Fritz bei seinem Ankündigungsvideo kurz eingeblendet hat. Das ist nämlich dieses hier. Das ist links ist die Hand vom Fritz. und das ist durchaus aussagekräftig. Wenn das wirklich ein Klimadiagramm ist von dem Ort, der es dann letztendlich auch werden soll, oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Beispiel, ne? Aber wenn es wirklich der Ort ist, dann sagt das schon einiges dazu aus und da muss ich mich jetzt auch dahingehend ein ganz kleines bisschen relativieren, dass es nicht so schlimm sein dürfte, da 7 Tage rumzuhocken und nichts zu tun. Man muss natürlich für 7 Tage rumhocken und nichts tun, dann auch schon irgendwie in der Lage sein, diese Temperaturen da auszuhalten. Weil wie gesagt, wenn das stimmt, dann gucken wir uns doch mal hier die obere Linie an. Das ist die Tagestemperatur und die befindet sich in den fraglichen Monaten, also August, September, tatsächlich deutlich über den 30 Grad, also so bei 31, 32 Grad. Und meistens ist es tatsächlich so, dass in tropischen Lebensräumen so eine Durchschnittstemperatur immer ziemlich gut und ziemlich korrekt erreicht wird. Ja, also das durchaus anzunehmen, dass also wirklich Temperaturen über 30 Grad herrschen dürften. Ja, wir werden uns mit diesem Klimadiagramm noch ein paar Mal auseinandersetzen, aber jetzt erstmal nur die Tages-, also die sprich die Höchsttemperaturen. Dass es nachts nicht unter 25 Grad abkühlt, ist natürlich auch nicht unbedingt gerade kuschelig oder beziehungsweise ja, klebrig kuschelig eher. So, jetzt dazu noch diese lustige Tabelle hier. Da haben sich nämlich die US-Amerikaner mal Folgendes einfallen lassen, nämlich ihre lustige Warntabelle, ja, beziehungsweise den US-Heat-Index. Und da können wir jetzt die jeweilige Temperatur oben in der grauen Leiste von links nach rechts, da finden wir die jeweilige Temperatur, die tatsächlich gemessen wird, also vom Thermometer. Und wenn die jetzt bei, sagen wir mal, 31, 32 Grad liegt, dann müssen wir uns jetzt noch nach unten in der Tabelle die Luftfeuchtigkeit raussuchen und die ist so zu erwarten bei etwa 80 bis 85 Prozent. Ja, das ist durchaus realistisch, wenn wir Glück haben, auch nur mal 75. Aber in jedem Fall bei 32 Grad befinden wir uns hier im orangenen Bereich und dieser orangene Bereich bedeutet Gefahr. Und zwar Gefahr, Sonnenstich, Hitzekrampf, Hitzekollaps sind wahrscheinlich, Hitzschlag ist möglich.
Insbesondere, wenn man sich bei diesen Temperaturen dann nennenswert bewegt. Das bedeutet, nehmen wir mal an, die Nachttemperatur wäre dann so auf 25 Grad runtergegangen, beziehungsweise abends ist die dann auch kurze Zeit zu erwarten oder früh morgens ist die kurze Zeit zu erwarten. Würde das also heißen, dass man Bewegungsaktionen quasi auf die frühen Morgenstunden reduzieren muss, weil wir uns nur bis letztendlich 27 Grad bei der zu erwarten Luftfeuchtigkeit, also gemessene Temperatur 27 Grad, befinden wir uns noch im gelben Bereich. Also nur bei Vorsicht. Und Vorsicht bedeutet, wenn du dich ein bisschen akklimatisiert hast, solltest du da auch in der Lage sein, dann Kokosnüsse zu spalten und keine Ahnung, auf Bäume zu klettern und rumzulaufen, notfalls auch ein bisschen rumzurennen und solche Späße. Das sollte eigentlich drin sein. Aber tagsüber bei den Höchsttemperaturen, die tagsüber zu beachten sind, ist es tatsächlich gefährlich, sich da längere Zeit in der Sonne aufzuhalten, beziehungsweise ohne zusätzliche Kühlung da irgendwie nennenswert unterwegs zu sein und sich nennenswert zu bewegen. Und das ist jetzt dahingehend besonders spannend, weil das bedeutet, und das muss man uns auch klar machen, das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt, in den Tropen haben wir zu dieser Jahreszeit etwa einen Tag von etwa 12 Stunden. Ungefähr, je nachdem, wo wir sind. Vielleicht sind es auch 12,5, vielleicht sind es nur 11,5, irgendwie so um den Dreh. Und dann kommt die Dämmerung und die ist verdammt kurz und dann ist es Nacht. Und dann kommt nochmal eine Dämmerung, die ist verdammt kurz und dann ist es wieder Tag und immer so weiter. Das heißt, die Zeit, die letztendlich für körperliche Aktivitäten zur Verfügung steht, ist tatsächlich der frühe Morgen. So bis 10 vielleicht und dann nochmal ab 16, 17 Uhr, wenn es wieder einigermaßen runtergekühlt ist. Denn sonst droht tatsächlich körperliche Aktivität im Gefahrenbereich und das macht keinen Spaß. Ja? Und da muss man schon von der körperlichen Anpassungsfähigkeit her, von der Physiologie her, ein sehr gesunder, möglicherweise junger Mensch sein. Jung ist nicht erforderlich, wenn man damit Erfahrung hat, selbstverständlich. Und man muss irgendwie damit klarkommen. Das muss man wissen, dass einem hohe Temperaturen bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit nicht allzu viel ausmachen. Wo ist überhaupt physiologisch das Problem? Warum ist diese Tabelle relativ schnell so relativ rot und warum geht man da tatsächlich von Gefahren aus? Man würde jetzt aus Deutschland sagen, nur 36 Grad macht mir gar nichts, da gehe ich ins Schwimmbad, da liege ich in der Sonne, da habe ich Spaß, das ist ein toller Sommer. Tatsächlich mag das bei uns so sein, wir haben, wenn wir 36 Grad haben, aber auch nur sehr, sehr, sehr geringe Luftfeuchtigkeiten. Das ist also eine trockene Hitze. Das ist bei einer heißen Hitze ein ganz anderes Problem, weil nämlich der Körper irgendwann gar nicht mehr in der Lage ist, durch unser integriertes Kühlsystem, nämlich Schwitzen, nennenswerte Kühlung herbeizuführen. Schwitzt er nämlich bei einer Luftfeuchte von 85%, dann ist da gar nicht mal so viel mehr Feuchtigkeit ansammelbar um dich herum. Weil das, was uns beim Schwitzen kühlt, ist ja die Verdunstungskälte, dadurch, dass der Schweiß auf unserer Haut verdunstet. Dabei wird Energie entzogen und das macht dann kühl. Na, ganz vorsichtig und laienphysikalisch erklärt. Nur damit eben diese Verdunstung stattfinden kann, muss eben der Schweiß in die Luft auch verdunsten können. Und wenn die Luft schon zu 85% gefüllt ist mit Wasser, dann ist das viel weniger effizient, dass unser Schweiß schnell und viel verdampft, um eben Verdunstungskälte herbeizuführen. Ja? Das bedeutet, ab einer gewissen Luftfeuchte und ab einer gewissen Temperatur wird es ziemlich schnell ziemlich lebensgefährlich. Und zwar ist das meines Wissens im roten Bereich tatsächlich die Situation, in der man sich selbst auch gar nicht mehr nennenswert runterkühlen kann oder zumindest so plus minus im roten Bereich. Und heißt, egal wie fit du bist, das ist die physikalische Grenze, was ein Mensch in der Lage ist, langfristig zu überleben. Ja? Langfristig. Das heißt, je nachdem, wie fit du bist, hältst du das ein paar Stunden durch. Wenn du regelmäßig trinkst und dich regelmäßig nass machst und dich mit kaltem Wasser kühlst, dann hältst du es vielleicht auch dauerhaft durch, aber du brauchst externe Kühlmaßnahmen. Mit einfach nur rumsitzen und schwitzen ist es tatsächlich nicht getan. Das bringt einen wirklich langfristig um.
Das müssen wir uns klar machen. Jetzt sind wir hier vom roten Bereich noch relativ stark intensiv entfernt, weil wir halt 100% Luftfeuchtigkeit nicht bekommen, auch nicht 95% und auch nicht 90%, wahrscheinlich nicht. Und das sollte bedeuten, dass wir uns schon bei tatsächlich kurzfristig auftretenden Temperaturen von 34 Grad gefühlt intensiv bewegen müssten, um dann in den roten Gefahrenbereich reinzurutschen. Das ist vermeidbar, sage ich jetzt mal. Ja, und wenn doch da jemand mal reinrutschen sollte, dann ist er hoffentlich schlau genug, um dann festzustellen, dass das vielleicht gerade ein bisschen zu viel ist und dann entsprechend ein bisschen langsamer, ein bisschen vorsichtiger zu machen. Ich gehe aber mal schwer davon aus, dass die Kandidaten über diese rein physikalische Belastung, die da auf dieser Insel herrschen könnte, hoffentlich vorher informiert werden. Ja? Und wenn man das weiß und wenn man seine Tätigkeit entsprechend anpasst, dass man sich also im Gefahrenbereich eben nicht großartig bewegt und nur kleine Sachen macht, kleine unanstrengende Sachen, zum Beispiel ein Dach aus Palmenblättern flechten oder sowas in die Richtung, falls das dann da möglich sein sollte, dann sehe ich da Voraussetzungen, die Leute wissen, dass sie mit Hitze einigermaßen klarkommen, keine allzu großen Schwierigkeiten. Ja? Aber das muss man wissen. Und dann noch die Tatsache mit der kurzen Tageszeit und mit den nur wenigen Stunden, die dann für körperliche Arbeiten überhaupt zur Verfügung stehen. Jetzt machen wir uns doch spaßeshalber mal ein bisschen Gedanken, wo diese Insel denn sein könnte, und dafür nochmal das Klimadiagramm, was der Fritz da eingeblendet hat. Ich nehme es mal vorweg, man kann das einfach ein Bildschirmfoto von machen, das Ganze bei der Google-Bildersuche eingeben und dann findet man ziemlich genau dieses Diagramm. Ja, und ich verrate aber noch nicht, wozu das gehört. Aber das ist natürlich die technisch versierte Leute-Methode. Viel toller ist es, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, was dieses Diagramm eigentlich aussagt und wo auf der Welt und warum wir uns denn da möglicherweise befinden könnten. Das habe ich auch gemacht. Ich gebe zu, da bin ich zunächst mal auf Indonesien gekommen, habe dann aber noch mal ein bisschen weiter nachgedacht und dann bin ich tatsächlich auch da gelandet, wo auch die Google-Bilder Suche mich hinschickt. Also ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen fies und deswegen wissen wir ja trotzdem noch nicht, welche Insel das konkreterweise genau sein wird und da werde ich auch keine nennenswerten Spekulationen anstellen wollen, welche Insel exakt, weil nachher habe ich recht und dann nimmt man mir das noch übel, aber die Region, das möchte ich schon gerne ein bisschen rumspekulieren. So, davon abgesehen, Google-Bildersuche benutzen könnt ihr auch selber, wenn es euch unbedingt interessiert. Gut. Also, zunächst mal, was sehen wir denn da? Wir sehen da also offensichtlich ein Zwei-Jahreszeiten-Klima bzw. Zwei-Perioden-Klima. Wir haben eine ausgeprägte Regenzeit und wir haben eine ausgeprägte ziemlich Trockenzeit. Ja? Und wir haben mehr oder weniger tatsächlich auch zwei unterschiedliche Temperaturen. Die schwanken zwar nur so um 5 Grad, was die Nachttemperatur angeht und ebenfalls so circa 5 Grad, was die Tagstemperatur angeht. Aber hey, immerhin gibt es da eine Schwankung und was übrigens auch durchaus typisch ist, dann wenn es besonders nass ist, ist es auch besonders heiß. Das bedeutet, ganz wichtig, wir befinden uns also nicht im tropischen Regenwald bzw. nicht in der Zone des tropischen Regenwaldes. Da gibt es durchaus auch ein paar Inseln, die da in diese Kategorie fallen, so mehr oder weniger, weil der ist immer nass. Ja, also da gibt es keine Trockenzeit und auch keine Regenzeit, beziehungsweise wenn überhaupt, dann nur geringfügige Schwankungen. Aber da ist eigentlich kontinuierlich diese Niederschlagskurve hier, also diese roten Balken, die wir da sehen können, die wäre kontinuierlich jeden Monat auf ungefähr demselben Niveau. Ich habe eine Weile gebraucht, um herauszufinden, dass diese Balken, was die genau darstellen. Ne? Das Einzige, was wir auf dieser Abbildung hier ja sehen können, ist Temperaturangaben, die Balken selber und unten in der Legende der Hinweis, das sei Rain, ja? Die entsprechenden Balken. Was wir nicht sehen, ist der rechte Rand der Grafik. Da würde dann nämlich tatsächlich stehen, weil ich sie ja gefunden habe im Original, Niederschlagstage. Ich dachte ursprünglich, und darum bin ich ursprünglich auch in Indonesien gelandet, dass die Balken jeweils angeben, wie viele Liter pro Quadratmeter oder Millimeter, meinetwegen, ist egal, Niederschlagssäule, da jeweils fallen. Und dann wäre ich nämlich tatsächlich davon ausgegangen, dass wir es hier mit einer sehr, 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 sehr hohen Niederschlagsgeschichte zu tun haben, aber einer ausgeprägten Trockenzeit, in der es so gut wie gar nicht regnet.
Das ist aber tatsächlich falsch, weil wenn es nur um die Regentage geht, dann kann es sein, dass die vergleichsweise wenigen Regentage, die wir zum Beispiel im Januar haben, trotzdem ziemlich viel Feuchte mit sich bringen und das völlig ausreichend ist, dass wir eine immer noch eine gewisse wassergesättigte Vegetation haben. So, und das bringt uns jetzt zur sogenannten innertropischen Konvergenzzone. Das ist also der Wettermechanismus, der in den Tropen also zwischen dem nördlichen und dem südlichen Wendekreis, das ist definiert als Tropen, unterwegs ist. Und da das halt eben das Klima maßgeblich beeinflusst. Und zwar funktioniert das folgendermaßen: Wir haben links und rechts vom Äquator quasi, also links in der Darstellung Nordhalbkugel, rechts in der Darstellung Südhalbkugel, in der Mitte logischerweise der Äquator. Da befinden sich um den Äquator drumherum die sogenannten immer feuchten Tropen, beziehungsweise der tropische Regenwald, wie man den halt eben entsprechend kennt. Den kennt man sicher. Und der liegt in der Mitte oder fast immer in der Mitte der innertropischen Konvergenzzone, denn die schwankt ein bisschen. Ihr seht ganz oben den orangenen Pfeil, Zenitstand der Sonne, mit dem Zenitstand, der auch mal ein bisschen weiter südlich, mal ein bisschen weiter nördlich liegen kann. Also nicht viel weiter nördlich, als es hier gerade tut. Das ist schon der nördlichste Stand. Da befindet sich immer die Mitte unserer Grafik hier, beziehungsweise unserer innertropischen Konvergenzzone. Und die reicht dann eben, wenn sie sich gerade sehr weit im Norden befindet, so gerade so mit ihrem spürbaren Einfluss bis zur subtropischen Wüste im Norden vor oder reicht so gerade so, wenn sie sich sehr weit im Süden befindet, bis zur subtropischen Wüste im Süden vor. Allerdings ist eben gerade so bis dahin reichend, eben nicht ausreichend, sonst wäre das ja keine Wüste, dass da nennenswert Wasser ankommt, weil grundsätzlich funktioniert dieser Wetterkreislauf sozusagen in den Tropen so, dass eben am Äquator es am heißesten ist, dort am meisten Feuchtigkeit tatsächlich auch vorhanden ist, diese Feuchtigkeit aufsteigt, weil heiße Luft nun mal sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, gleichzeitig heiß ist, also nach oben steigt, oben dann zur Seite ein Stück weit weg gleitet und während sie sich jetzt vom Äquator bzw. vom Mittelpunkt der Konvergenzzone, also vom Zenitstand der Sonne, weiter entfernt, verliert sie jede Menge Regen, regnet ab, regnet ab, regnet ab, wird dabei gleichzeitig auch kälter, die Luft, weil sie sich halt aus den warmen Regionen entfernt und sich auch weiter oben befindet, als da, wo sie aufgeheizt und mit Wasser gesättigt wurde. Und dann kommt sie irgendwann langsam wieder runter. Das sehen wir zum Beispiel im Süden in der Dornsavanne und im Norden in der subtropischen Wüste, dass sie wieder runtergekommen ist. Und dann sorgt der Passatwind, der unter anderem und von der Erddrehung tatsächlich angetrieben wird, dafür, dass die Luftmassen wieder Richtung Tropen, wieder Richtung Äquator transportiert werden, als ja, ziemlich trockener, möglicherweise trockener Wind. Kann aber eben auch sein, dass dieser noch Reste von Wasser dabei hat oder auch sehr viel Wasser. Das hängt immer stark davon ab und wo der herkommt und wo der so unterwegs gewesen ist und dann eben als sehr, sehr nasser Wind, der aber nur dann auftritt, wenn sich die innertropische Konvergenzzone gerade jeweils im Norden oder jeweils im Süden befindet. Ja? Und wenn er als ein nasser Wind auftritt, der jede Menge Wasser dabei hat, dann und nur temporär, also periodisch stattfindet, je nachdem, wo der Zenitstand der Sonne gerade ist, dann reden wir hier von einem Monsunregen. So. So, und jetzt nerve ich euch nochmal mit dem lustigen Klimadiagramm. Das ist nämlich so ein typisches Kampur-Indien-Klimadiagramm für eine Landschaft, die von Monsunregen geplagt ist. Wir haben also ziemlich trocken, ziemlich trocken, ziemlich trocken. Unter 20 mm Niederschlag in den jeweiligen Trockenzeitsmonaten. Das ist sehr, sehr wenig. Das gibt es in Deutschland auch nur mal ganz ausnahmsweise mal, dass es so wenig regnet. Also in Dürrejahren, ausgeprägten Dürrejahren, die ja leider in letzter Zeit relativ häufig sind. Aber normalerweise im langjährigen Mittel haben wir das in Deutschland eigentlich seltenst so trockene Monate. Ja, hingegen haben wir auch seltenst so nasse Monate wie hier zum Beispiel den Juni und den August, beziehungsweise auch noch den September. Das wäre in Deutschland auch nicht anzutreffen. Wir haben also ein ausgeprägtes Zwei-Jahreszeiten-Klima, nämlich eine Regenzeit und eine Trockenzeit. Und so und von der grundsätzlichen Verteilung und auch von der Tatsache her, dass der Fritz ja abgesagt hat, dass er absichtlich August, September dahin will, weil da irgendwas Besonderes ist.
vermutlich unter anderem jetzt erstmal ein Niederschlagsmaximum tatsächlich, was vielleicht interessant ist, wenn man Regenwasser auffangen möchte. Im Übrigen sind da auch verschiedene Sachen reif, die möglicherweise als Nutzpflanze interessant sein könnten. Ja, aber meine erste Idee war halt, dass wir es mit einem solchen Monsunklima zu tun haben. So, und jetzt ist nochmal ganz interessant, dass eben nicht im gesamten Tropengürtel, also sprich nördlich und südlich des Äquators, ein solches Monsunklima zu finden ist, weil damit der Monsun wirklich entsteht, muss die Luftmasse des Passatwindes auch über Wasser sich transportieren, um dann nass zu sein und dann auf irgendein Hindernis stoßen, um abzuregnen. Im Fall vom Indien sind das Berge, ne, die haben ja unter anderem so ein Himalaya aufgefaltet, die lieben Inder, also die indische Kontinentalplatte. Ne? Und da ist das kein Wunder, dass man dann irgendwann einen Berg kracht als Wolke und dann abregnet. Ja, und jetzt lautet halt die lustige Frage, wo auf der Welt haben wir denn jetzt so ein Klima? Und tatsächlich kommt da in Frage dieses, ich sag mal, saftige Grün nach dem ganz dunklen Grün. Also wir suchen mal das Kongo-Becken. Ich hoffe, ihr wisst alle, wo das ist. Nördlich und südlich haben wir dieses etwas andere Grün, also nicht dieses ganz dunkle, sondern das etwas hellere. Das zum Beispiel sind Monsunwälder bzw. monsunartige Wälder in Afrika mit so ungefähr so einem Klima. So, das gleiche Grün haben wir auch so ein bisschen in Indonesien und beziehungsweise in Westindien. Ne? Also wenn wir uns Indien angucken und den oberen breiten Teil und davon der Westen, das ist auch so typisch die Monsunwälder, wo wir auch gerade das Klimadiagramm dazu gesehen haben, die in dem Bereich zu finden sind. So dann der ganze Bereich, so ich sag mal plus minus Thailand, in der Ecke haben wir auf jeden Fall monsungeprägte Ecken. Das hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, wie viel Gebirge gerade da ist. Und dann eben Indonesien, da hat es dann auch noch so ein paar Inseln, die so in diese Richtung gehen. Aber vieles auch schlicht und ergreifend Zentraltropen, also sprich tropischer Regenwald, immer grün, ohne nennenswertes Monsunklima. Apropos, das hier ist die innertropische Konvergenzzone. Ja? Also die sollten wir uns jetzt auch noch mal kurz angucken. Denn im Fall der nicht immer grünen Wälder von ja tatsächlich Südamerika, sprich von der Karibik, ne, da haben wir jetzt die interessante, bemerkenswerte Eigenschaft, dass es auch sehr stark davon abhängt, wo eben die Wolkenbildung der innertropischen Konvergenzzone bei Sonnenzenit stattfindet, ob da halt gerade überhaupt Wasser vorhanden ist, um Wolken zu bilden. Drum haben wir hier also einen ziemlich dicken Wolkengürtel in der Bildmitte, der sich auf dem Ozean befindet, der sich langsam Mittelamerika nähert und der sich dann so im Bereich, ne, um den Panama-Kanal nach oben abspaltet. Ja, also nach oben rechts geht tatsächlich ein Wolkengürtel weg, während der innertropische Konvergenz-Wolkengürtel schön parallel zum Breitengrad über den Regenwald, den brasilianischen unter anderem, drüber flitzt. Und was auch noch wichtig ist, im Regenwald selber, darum ist der Regenwald auch unabhängig von der innertropischen Konvergenzzone, finden wir jede Menge kleine Wolkenbildungen über dem Regenwald, weil der nämlich tatsächlich in der Lage ist, sich seinen eigenen Regen zu machen, weil einfach die riesigen Mengen an Wald, die es da mal gab und die es noch ein Stück weit gibt, ja, vorsichtig ausgedrückt, die sind in der Lage, ihre eigenen Wolken zu produzieren, einfach weil die so unendlich viel Feuchtigkeit wieder abgeben durch die große Laubmenge, die es da gibt und dann gleichzeitig eben sofort ihren eigenen Regen damit wieder produzieren. Weshalb die so ein bisschen unabhängig davon sind, dass da überhaupt Regen über den Ozean angeliefert wird. Die Karibik hingegen, die Inseln da im Nordwesten, ne, die wiederum sind da sehr wohl drauf angewiesen und wenn da jetzt gerade der nördlich abbiegende Passatstrom sozusagen, ne? Also dieser enorme regenreiche Luftstrom, der da die Wolken gegen die Karibikinseln klatschen lässt, da gerade ankommt, dann haben wir da außerordentlich hohe Niederschläge. So, und jetzt bleibt die Frage, Indien bzw. Indonesien, Thailand, diese Ecke oder eben Karibik. Das sind tatsächlich so die beiden Ecken, die so mehr oder weniger in Frage kommen, bei denen das Klimadiagramm einigermaßen passt. Ja, und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wäre ich bei Indonesien gewesen. Ich habe dann aber mich noch ein bisschen inspirieren lassen von den Videos, die es bereits von Kollegen gibt, die sich da auch so ihre Gedanken gemacht haben. Und da gab es dann ein paar ganz interessante Argumente.
Denn tatsächlich, da kommt ja noch eine Schlange vor im Material, was der Fritz noch für Tiere, die es da gab, die sein Drehteam da quasi vor Ort gefunden hat, als Beispiel bringt. Und das ist vermutlich ein Python. Und zwar ist das halt tatsächlich ein Tier, was dann wiederum in der Karibik anzutreffen wäre. Ja, also verdächtig, verdächtig. So, und außerdem hat der, also ich gehe mal schwer davon aus, dass das ein Python ist. Der Vogel im Logo, im Seven vs. Wild Logo, Staffel 2, der mit dem charakteristischen Schnabel, das ist ein Tukan. Ich habe keine Ahnung, was für einer, aber das ist ohne jeden Zweifel ein Tukan. Ja, und der wohnt auch tatsächlich so in der Ecke, ne? Also in der Karibik, sage ich jetzt mal grob. Die Info mit dem Tukan stammt übrigens ehrlich gesagt von einem Kollegen von mir, der nennt sich der YouTube-Biologe und hat da auch ein Video zugemacht und verweist eben auch auf diesen sympathischen Vogel hier, dass der da halt eben vorkommt und sich im Logo befindet. Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen, aber nachdem ich drauf gestoßen bin, finde ich das dann schon durchaus bemerkenswert. So, und dann haben wir noch den Robert Mark Lehmann, der hat nämlich mein Reaction-Video gemacht zu der Ankündigung vom Fritz, dass der noch eine Location für die zweite Staffel sucht, und da sagt er unter anderem, dass tatsächlich auch die Karibik in Frage käme, dass der Fritz sich wohl auch für die Karibik interessiert und dass eben auf den in Frage kommenden Inseln durchaus relativ wenig tödliche Giftviecher vorkommen, weil, was man ja im Hinterkopf behalten muss, wenn man da tatsächlich Leute aussetzt und die wirklich alleine lässt, also so wirklich, wirklich, dann kann man das eigentlich quasi nicht verantworten, das in zum Beispiel Australien im Bereich, wo es die ganz, ganz tödlichen Giftviecher gibt, zu tun. Ja, das geht irgendwo nicht. Du kannst ja nicht wirklich riskieren, dass dir ein Teilnehmer von Seven vs. Wild da ums Leben kommt, weil wenn der wirklich von irgend oder sie von irgendwas giftigen, tödlich giftigen gebissen, gestochen oder was auch immer wird, dann kommt da möglicherweise jede Hilfe zu spät, egal wie schnell die mit ihrem Erste-Hilfe-Team da sind. Und selbst wenn das Erste-Hilfe-Team hervorragend ausgebildet ist, bis zum Krankenhaus kann es einfach zu lange dauern. Das heißt, es ist wirklich, wirklich lebensgefährlich. Da muss nur jemand ein bisschen unbedacht doof in den Dschungel reinrennen und auf sowas drauftreten. Das bedeutet, man muss eigentlich sicher sein, dass man es dann doch mit einer tropischen Insel zu tun hat, die relativ wenig Giftviecher zu bieten hat. Und das hat mir auch sehr, sehr zu denken gegeben. Ich hätte sehr lange recherchieren müssen, welche tropischen Inseln denn möglichst wenig Giftviecher zu bieten haben. Und da bin ich dementsprechend relativ dankbar, was man dem Herrn Lehmann da offensichtlich auch als große Kompetenz anrechnen kann, dass der schon auswendig weiß, auf welchen Tropeninseln mit vielen Giftviechern zu rechnen ist und wo halt entsprechend nicht. So, und das bringt uns dann immer mehr tatsächlich in die Karibik. Und dann wollte ich noch mal verraten, was meine Bildersuche ergeben hat. Jo, und dann landen wir tatsächlich bei diesem Diagramm. Das ist genau das, was der Fritz ein bisschen zugeschnitten hat. Er hat Caribbean River weggeschnitten und er hat die 30 Days, 25 Days, also die Days bei der Perzipitation. Böses Wort, das versuche ich gar nicht richtig auszusprechen, weggeschnitten. Und hikersbay.com, Climate Caribbean, pardon my English, ne? Jedenfalls, das hat er auch weggeschnitten. Und irgendwie taucht auch das Snow nicht mehr auf, aber ansonsten ist das von den Daten her, oder weiß ich nicht, wie er das genau hat, hat auch eine etwas abgewandelte Form davon irgendwo gefunden, von diesem Diagramm. Aber nichtsdestotrotz, von den Daten her ist das wirklich genau das Gleiche, was der Fritz in seinem Video auch eingeblendet hat. Und wenn das nicht einfach nur ein Beispieldiagramm gewesen ist, dann wissen wir jetzt damit, dass wir uns wahrscheinlich in der Karibik aufhalten werden. Und ja, das ist ja durchaus nicht unrealistisch. So, und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht rumspekulieren, wo wir da genau noch so sind, denn ja, das langt an dieser Stelle. Zurück zum Ben vor Ort. So, das waren jetzt mal so die wesentlichen Eckpunkte zu den Tropen grundsätzlich, auch so ein kleines bisschen zur Verortung, wo wir uns denn inseltechnisch so in etwa befinden. Jetzt
müssen wir uns zur Frage der Insel noch ein bisschen damit beschäftigen, was gibt es denn so für Inseln? Ja, das wäre vielleicht durchaus auch noch gar nicht so uninteressant. Da gäbe es nämlich verschiedene in Frage kommende Inseltypen, die dann unterschiedliche Möglichkeiten der Wassergewinnung eventuell zur Verfügung stellen können. Ich möchte jetzt mal drei Inseltypen unterscheiden. Ich will jetzt nicht sagen, das sind alle, die es so gibt, aber das sind auf jeden Fall häufige Inseltypen. Variante Nummer 1, wir haben einen Anstieg des Meeresspiegels und ein Stück Festland, das irgendwo umgeben ist von einem niedrigeren Stück Festland, wird zur Insel, weil das niedrigere Stück Festland, also tiefer gelegen, jetzt überflutet wird und damit hat es eine Insel gegeben. Ja, sowas ist vermutlich eine relativ junge Erscheinung, da der Meeresspiegel im Grunde am Ansteigen ist, seit die letzte Eiszeit vorbei ist. Das ist so etwa 13.000 bis 10.000 Jahre her, je nachdem, wen man fragt, beziehungsweise seit 17.000 Jahren geht das Eis zurück. Das gilt insbesondere für den antarktischen und den grönländischen Eisschild, weil die heben das Wasser sozusagen aus dem Meer raus und bauen es aufs Festland oben drauf. Und je mehr Eis auf Grönland liegt, beziehungsweise auf der Antarktis, desto weniger Wasser. Die Wassermenge auf dem Planeten ist nämlich konstant. Machen wir uns das nochmal kurz klar. Wir haben Wassermenge 100, ne? 100 egal was, 100 viel. 100 sehr große Wassersäcke, sagen wir jetzt mal. Ja? Und wenn wir von diesen 100 Wassersäcken, die immer gleich sind, wenn ich irgendwo ein Meteor mit neuem Wasser auf der Erde landet, wenn wir davon 20 auf die Antarktis packen und 10 auf Grönland abladen, dann sind nur noch 70 in den Ozeanen übrig. Dann haben wir entsprechend einen relativ geringen Wasserstand. Packen wir jetzt noch mehr Wassersäcke auf die Antarktis oder auf Grönland, dann sinkt der Meeresspiegel noch weiter. Wir haben mehr Landmasse. Ja, schmeißen wir hingegen unsere ganzen Wassersäcke, die wir auf Grönland und der Antarktis deponiert haben, alle zurück ins Wasser, dann steigt der Wasserspiegel entsprechend rapide an und wir haben erheblich weniger Landfläche. Ja? Und drum seit der letzten Eiszeit, als eben noch sehr große Gletscher vorhanden waren, sehr viel Eis auf die Landmassen draufgepackt gewesen ist, zum Beispiel Skandinavien war komplett vergletschert, man hat also noch ein paar Wassersäcke auf Skandinavien draufgelegt, ja, in Form von Eis, die Alpen waren vergletschert, da hat man noch 2-3 Wassersäcke untergebracht, Himalaya brauchen wir gar nicht anfangen, viele Bereiche in Nordamerika und so weiter. Das heißt, es gab so viele Wassersäcke, die auf dem Land rumlagen, dass der Meeresspiegel deutlich gesunken ist. Und das führte unter anderem dazu, dass man gemütlich nach Großbritannien rüber spazieren konnte. Im Ärmelkanal war da einfach eine Ärmelsenke, aber die war trocken, da konnte man durchlaufen. Ja, nur mal so als Beispiel. So, und im Rahmen des Wiederanstiegs des Wassers, seit das Eis geschmolzen ist, zumindest die großen Inlandsgletscher, skandinavischer Gletscher, Alpengletscher, also viele davon, noch nicht ganz alle, bald sind sie weg, aber noch gibt es ein paar. Seit das also alles rückläufig ist mit der Vergletscherung, steigt der Meeresspiegel logischerweise wieder an und dadurch sind neue Inseln, zum Beispiel eben Großbritannien, entstanden. Und das kann natürlich auch in den Tropen passiert sein und wird da auch passiert sein, dass da einfach Teile des ehemaligen Festlandes jetzt zur Insel geworden sind. Solche Inseln haben häufig die Eigenschaft, dass sie von der Topografie her meistens relativ groß sind, meistens nicht immer, und sich nicht wirklich von ihrem angrenzenden Festland unterscheiden, weil die Insel halt eben erst seit 10.000 Jahren Insel ist und das ist für die Entwicklung des Lebens und der Geologie von so einer Insel eine relativ kurze Zeit. Das bedeutet, wir werden auch auf solchen Inseln weiterhin gewisse Hügel, gewisse topografische Merkmale des Festlandes auffinden. Insbesondere ein Hügel ist relevant, weil wenn die Insel, so die klassische Insel, die man sich aus 17.000 Filmen bestimmt schon mal angeguckt hat, wo dann der Dschungel quasi unten rum, Sandstrand, dann kommt so ein Waldgürtel und oben raus guckt ein großer hoher Berg. Ja, sowas wäre erstens mal keine Insel, die wegen dem Meeresspiegelanstieg entstanden ist, sondern eine Vulkaninsel, aber davon abgesehen, hätte die dann den Vorteil mit einem gewissen Berg drauf, dass an diesem Berg eine Wolke hängen bleibt. Perfekte Beispiele für solche Inseltopografien sind zum Beispiel die Kanarischen Inseln. Die haben alle so einen Berg in der Mitte, plus, minus. Ne? Und auch nicht ganz alle, wenn sie sehr alt sind, ist der Berg nämlich inzwischen abgetragen. Aber sie hatten mal so einen Berg in der Mitte so und an diesem Berg bleibt eine Wolke hängen. Das heißt, es regnet zumindest auf der einen Seite der Insel ab. Das führt dazu, dass wir wie auf jedem normalen anderen Landschaftsteil, den man am Festland
auch finden, hinterm Berg einen Regenfänger haben, da regnet es runter, das Wasser versickert im Stein. Irgendwann kommt im Stein eine wasserführende Schicht, eine sogenannte, sprich eine wasserundurchlässige Schicht im Stein. Das Wasser fließt an dieser Schicht entlang und bricht dann irgendwann aus dem Berg hervor und das nennt man eine Quelle. Damit sich eine Quelle im klassischen Sinne bilden kann, bräuchten wir also eine ziemlich große Insel, die dann eben auch groß genug ist, um ein Hindernis fürs Wetter darzustellen, dass es an ihr regelmäßig abregnet und dann eben dann auch noch so einen Quellenausbruch zu erwarten ist. So, regelmäßig abregnen, das haben wir ja schon im klimatischen Teil ein bisschen besprochen, das ist eigentlich nicht zu erwarten, weil wir uns im Bereich der wechselfeuchten Tropen befinden. Also entweder regnet es wirklich dauernd und dann hast du auch zumindest mal keine Regenwasserprobleme und die Vegetation hat keine Probleme, Wasser zu bekommen. Oder es regnet halt gar nicht und dann muss der Boden eine gewisse Möglichkeit haben, Wasser zu speichern. Oder die Vegetation muss halt darauf angepasst sein, dass es Perioden mit sehr, sehr wenig bis gar keinen Regen bei gleichzeitig extrem hoher Temperatur, vergleichsweise extrem hoher Temperatur, dann eben gibt. Ne? Das wäre alles was eine Rolle spielen würde bei eben so einer großen Festlandinsel. Da die aber fast immer auch gleichzeitig noch deutlich bewohnt sind, ist das höchst unwahrscheinlich, dass das eine der Inseln sein wird oder die in der näheren Auswahl stehen oder die sogar die gewählte Insel ist, die für Seven vs. Wild gewählt wurde. Übrigens, es gibt tatsächlich so eine Reihe von Tropeninseln, die für solche Zwecke immer mal wieder verwendet werden, diese berühmten unbewohnten einsamen Inseln, die schon von verschiedenen anderen Survival-Nasen verwendet worden sind, um da eben x Monate oder was auch immer auf einer einsamen Insel zu verbringen. Es kommen ein paar Inseln in die nähere Auswahl. Ja, ich möchte jetzt gar nicht rumspekulieren, welche das von denen ist. Das ist mir auch vollkommen wurscht. Es gibt mir auch nichts, wenn ich das vorher weiß. Was soll ich mit der Info anfangen? Ich fliege da jetzt nicht hin, um einen Seven vs. Wildler live sehen zu können, um ihn zu huldigen. Ne, das muss nun beim besten Willen nun echt nicht sein. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Ja? So, dann haben wir den nächsten Inseltyp. Das wäre eine aufgeschwemmte Insel. Das wäre zum Beispiel sowas wie unsere deutschen Inseln. Also jetzt nicht Rügen, aber die ostfriesischen und meines Wissens auch die nordfriesischen, die quasi einfach eine riesige Sandbank sind, die da hingeschwemmt wurde und da jetzt so lange hingeschwemmt wurde und so sehr aufgeschwemmt wurde, dass sie oben aus dem Wasser rausguckt. Das haben wir auch im Tropenbereich durchaus häufiger, dass durch Sandabtragungen Inseln aufgeschwemmt werden. Sandatolle und ähnliche Späße, die haben jetzt dahingehend ein Problem, weil die sind im Regelfall ziemlich flach. Das heißt, wir haben da einen Strand, wir haben eine ganz leichte Erhöhung zum Inselinneren. Was uns aber fehlt, ist ein Hindernis fürs Wetter, das dafür sorgen würde, dass es da ständig abregnet, regelmäßig abregnet, weshalb wir da eine Quellenbildung im klassischen Sinne, erstens wegen fehlender Höhenunterschiede und zweitens wegen fehlender ständigen Niederschlag, der dauernd an der richtigen Stelle in Anführungszeichen abregnet, da eigentlich nicht erwarten dürfen. Was es auf solchen Sandinseln oder aufgeschwemmten Inseln hingegen gibt, beziehungsweise unter solchen Inseln, ist eine sogenannte Süßwasserlinse. Das haben die eigentlich häufig. Ne? Kommt auf die Größe an, eine gewisse Mindestgröße müssen sie haben, um die ausbilden zu können. Dann darf die nicht zu sehr genutzt werden, weil sonst ist sie nämlich irgendwann schneller alle, als dass sie nachwachsen kann. Und irgendwann geht die nämlich auch kaputt, wenn sie zu klein ist. So, und wie funktioniert das? Jetzt muss man wissen, dass vermutlich der gesamte Bereich unter so einer relativ kleinen Sandinsel wassergetränkt ist. Ne? Die steht ja mitten im Ozean. Das ist eine Sandburg, die man ins Wasser gebaut hat. Das heißt, der Sand unter der Insel ist nass. Der ist weitestgehend von Salzwasser durchgefeuchtet. Ein Stück weit filtert die Tatsache, dass das Salzwasser erst durch den Sand muss, bis es direkt in die Mitte unter die Insel vordringen kann, sozusagen, filtert ein Stück weit das Salz raus, aber es bleibt Salzwasser zu salzig für nahezu jedes Lebewesen, das irgendwie da nennenswert von trinken möchte. Gilt auch für Pflanzen selbstverständlich. So, jetzt regnet es auf unsere Insel aber auch drauf. Und insbesondere bei Monsuminseln regnet es zumindest einen Teil des Jahres massiv drauf.
auf. So, und das führt dazu, dass das Regenwasser natürlich auch in der Insel versinkt und nicht nur in den Ozean nebendran fällt. Und das Wasser, was da in der Insel versinkt, das hat jetzt die wundersame Eigenschaft, dass Süßwasser auf Salzwasser schwimmt. Ja? Also wenn Süßwasser in Salzwasser reingleitet, dann bleibt das erstmal oben und das vermischt sich dann erst nach und nach, je nachdem, ob da Wellen sind und ob da irgendwelche Durchmischungsprozesse eine Rolle spielen. Aber unter so einer Insel, die wassergetränkten Boden hat, führt der Niederschlag mit Süßwasser dazu, dass sich auf dem Salzwasser eine Süßwassersee unterirdisch sozusagen im Boden der Insel, im Sand der Insel, manchmal auch als Hohlraum, aber das ist eher unwahrscheinlich, bildet. Und das nennt man eine sogenannte Süßwasserlinse. Inseln, die eine Süßwasserlinse haben, können insbesondere von Pflanzen mit sehr, sehr langen Wurzeln wunderbar genutzt werden. Dann haben die da immer ihr Süßwasser. Dann haben die auch über die Trockenzeit da ihr Süßwasser, werden davon nicht allzu viel verbrauchen, damit die Süßwasserlinse zu weit runter geht, dass sie mit der Wurzel nicht mehr hinterherkommen. Dann würden sie sich selber umbringen. Das gleicht sich dann gegenseitig aus und wir haben ein stabiles, im Gleichgewicht sich befindliches Ökosystem, was den Wasserverbrauch und die Wassernachlieferung einer solchen Insel angeht. Problematisch wird es jetzt natürlich, wenn dann der Fritz kommt und sich einen Brunnen baut, wahrscheinlich so ein 100 Meter tiefes Teil, wo er sich mit seiner Machete runterbohrt oder runterbeißt oder irgendwie sowas, traue ich ihm alles zu. und dann sämtliches Grundwasser braucht, um sich einen Springbrunnen zu bauen, was weiß ich. Ja. Und dann geht die Süßwasserlinse nach und nach verloren, weil halt zu viel, das ist natürlich Quatsch, aber weil halt zu viel Wasserverbrauch stattfindet. Ja? Aber so eine Süßwasserlinse ist für Survival-Zwecke weitestgehend nutzlos, es sei denn, man findet eine Pflanze und kann sie identifizieren, die eben über ihre Wurzel bzw. ihren Sog im Pflanzenkörper das Wasser nach oben holt. Dann haut man die Pflanze ab, dann sprudelt das Wasser ein Stück weit raus und dann kommt man auf diesem Wege möglicherweise an Süßwasser. Muss man aber wissen, um welche Pflanze es sich handelt. Nachher ist die giftig, dann sprudelt das Wasser da raus, aber du nimmst außerdem noch diverses Gift zu dir und dann hast du wieder ein Problem. Also einfach so mal machen und trinken, keine gute Idee. Das nur mal am Rande angemerkt. Ja, also das wäre diese Süßwasserlinsen-Variante. Das können vegetationsreiche Inseln sein, auf denen man aber trotzdem keinen Tropfen Trinkwasser, Oberflächentrinkwasser findet, weil das halt alles nur in Form dieser Süßwasserlinse im Boden zu finden ist und zu tief buddeln. Wie gesagt, der Fritz kann das, alle anderen weiß ich nicht. Gut, dritte Form von Insel, die wir kurz besprechen wollen, ist dann die Vulkaninsel, also sowas wie Hawaii, Teneriffa, sonstige kanarische Inseln. Die sind einfach aus dem an sich tiefen Meer rausgeblubbert in Form von eben einer Vulkaneruption, die einen riesigen Berg vom Meeresgrund nach oben transportiert hat, bis er oben aus dem Wasser rausgeguckt hat. Vulkaninseln haben aufgrund der Tatsache, dass sie ein sehr poröses Gestein aufweisen, meistens so eine Mischung aus Basalt und Bimstein in vielen Fällen oder verschiedene Formen von Bimstein und sonstige mikroporöse vulkanische Gesteine, weil bei der Eruption der Lava auch eine Menge Luft und eine Menge Gase beteiligt waren und die Gase haben kleine Gasblasen in der gerade in dem Moment erkaltenden Lava hinterlassen. Also ihr könnt euch das als flüssigen Tropfen Stein, der durch die Gegend fliegt, vorstellen, während er durch die Gegend fliegt. Erstens sind noch Gase drin in der Lava, zweitens nimmt er noch ein bisschen Luft auf und dann erkaltet er, aber hat jede Menge kleine Löcher. Sieht ein bisschen aus wie Kazan Ultra Klumpstreu fürs Katzenklo. Und das Zeug ist halt so porös, dass das Wasser zwar aufnimmt, aber auch sehr schnell an den Boden abgibt, beziehungsweise Wasser in einer gewissen Weise speichern kann, aber davon halt eben nichts als Oberflächenwasser in Form von Bach, in Form von Fluss oder nur sehr wenig, nur an Stellen, wo es wirklich, wirklich viel regnet, kann man da wirklich mit Wasseraustritt rechnen. Häufig verläuft das dann unterirdisch, in manchen Fällen solcher Vulkaninseln sogar unter ehemaligen Vulkanhöhlen entlang, also unterirdische Flüsse, die da verlaufen, wo früher mal die Lava verlief, die dann unregelmäßig abgekühlt ist, weshalb sich so ein Hohlraum, eine Höhle, ein langer, langer Tunnel, oft von Fuß des Vulkans, Kilometer weit bis raus Richtung Meer, kann sich da gebildet haben. So etwas gibt es zum Beispiel auf Teneriffa. Und da fließt es dann oder sonst wo fließt, aber an der Oberfläche fließt auch eben wieder weniger selten
wenig bis selten so rum, eben aufgrund dieser speziellen vulkanischen Gesteine. Die sind dann im Übrigen auch durchaus ein bisschen problematisch, weil du halt nicht mal eben einen Tunnel graben kannst oder einen Brunnen graben kannst, weil du halt durch dieses Material nicht so einfach durchkommst wie durch eine simple Sandinsel. Vorteil einer solchen Insel wäre dann wiederum, dass eine Möglichkeit besteht, dass es da Höhlen gibt, weil gerade entlang des Strandes, wenn da irgendwelche vulkanischen Felsen entstanden sind und dann die Brandung immer gegen den Felsen schlägt, dann bildet sich da recht schnell mal ein Hohlraum. Ist die Insel groß genug und es gibt zumindest einen unterirdischen Wasserverlauf, dann bildet auch der unterirdisch mal gerne einen Hohlraum, tritt dann irgendwann an der Küste aus und wir haben, wenn das Wasser später versiegt ist, eine wunderbare Höhle zur Küste raus und können da reinkriechen und uns da verstecken und so weiter und so fort. Also das wären so Strukturen, die man dann auf einer vulkanischen Insel erwarten dürfte. Die Höhle, in der Tom Hanks sich bei Castaway verkriecht, die wäre zum Beispiel, das ist alles jetzt nicht ganz so realistisch, ne? Aber zum Beispiel so eine Höhle könnte man sich auf so einer vulkanischen Insel so mehr oder weniger in der Art und Weise vorstellen. Ja? Das ist im Übrigen auch eine vulkanische Insel, wo der da drauf hängt, auch mit dem großen Berg hinten dran, wo er dann hochsteigt, um sich selbst erstmal aufzuhängen und später sein Seil holt, weil er sein Floß bauen möchte, um mit Wilson aufzubrechen. Oh je, Spoiler, gerade einen wichtigen Film. Guck, Castaway, toller Film. Mit Tom Hanks. Nur mit Tom Hanks. Ja, es gibt noch ein paar andere Darsteller, aber die sind alle nur sehr, sehr kurz zu sehen. Und Wilson. Gut. Ja, das also nochmal zu unseren Inseltypen. Keine davon ist so richtig, richtig nützlich, was die Wassergewinnung angeht. Und darum möchte ich jetzt eben noch auf zweierlei Gefahren kurz noch hinweisen. Und dann machen wir noch ein extra Video zu meinen 7 Gegenständen. Nämlich erstens Wassermangel, zweitens Hitze. Hitze, machen wir jetzt erstmal ein kleines Voice-Over dazu, weil das ist durchaus ein relevanter Punkt, den man bei Aktivitäten im heißen und vor allen Dingen nassen Lebensräumen definitiv im Hinterkopf behalten sollte, damit man sich da nicht möglicherweise übernimmt. Das hängt auch sehr stark davon ab, wie man individuell gut oder schlecht mit Hitze zurechtkommt. Ich zum Beispiel bin da eher schlecht drin. Ich müsste mir dann schon großzügig viel Wasser reinpfeifen, damit ich da langfristig klarkomme und bräuchte auf jeden Fall unbedingt eine Kopfbedeckung, grundsätzlich bei großer Hitze immer Kopfbedeckung tragen, auch wenn ihr Haare habt, Kopfbedeckung tragen, wichtig, wichtig, wichtig. Ja, ich hoffe dann mal, das war der Kleiderauswahl, wer es ähnliches zur Verfügung steht wie letztes Mal, dass da auch eine Kopfbedeckung dabei ist, dass jeder ein Hütchen, eine Mütze, was auch immer dabei haben darf, das wäre sonst auch wirklich einfach gefährlich. Kopfbedeckung ist das A und O in solchen Lebensräumen. Gut, ja. So, jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ihr wollt einen zweiten Teil machen mit den 7 Gegenständen, die ich dann da möglicherweise in Erwägung ziehen würde. Und da baue ich jetzt die Wassermangelgeschichte noch mit ein. Weil die Auswahl der 7 Gegenstände bezieht sich größtenteils darauf, was an Wasser verfügbar sein wird oder nicht verfügbar sein wird oder was für Möglichkeiten es da gibt. Ich hatte die Umkehrosmosepumpe ja schon mal erwähnt. Das machen wir also im nächsten Teil. Das heißt, ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal Tschüss. Und ja, nächster Teil folgt dann auch in Bälde. Dann habe ich auch weniger Stress mit dem Schneiden. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Und was reingucken, weil die Bildmaterialbeispiele, die musst du dir ansehen, hoffe ich. Macht's gut.